Hab mehr Federn. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man so viele braucht. Ich glaube, der Rest kann man jetzt verkaufen. Mondsteine vielleicht noch. So glaube ich, jetzt können wir das immer verkaufen, was wir da haben. Wir haben jetzt hier genug. Vielleicht noch irgendwie was, was wir nehmen können. Verschwinden? Das Buch hier zum Beispiel, kannst du das mittlerweile? Ich weiß gar nicht. Was tut machen. Mir leid, kann ich nicht brauchen. Nein, kann sie nicht. Das war ja nicht. Das tut mir leid, kann ich nicht brauchen. Kann sie auch nicht brauchen, okay. Das ist ja, wenn überhaupt. Okay. Das wird ein Problem! Aber das kannst du noch nicht, weil du Wassermagie Meister sein musst. Stimmt, wir können auch nochmal meine eine Word-Datei aufmachen. Da haben wir ja ein Wassermagie Nighton, okay. Wollte ich ihm das ausziehen? Nein, wollte ich nicht. Gut, dann kann das auch alles weg. Bin ich froh, wenn wir das alles weg haben, ne? Viel zu viel Krimskrams, was wir hier immer drin haben. Und so viel Wert kann es nicht sein, sonst hätten wir nicht davon so viel. Alles weg. Alles weg. Das Schild sieht ganz cool aus, finde ich. Könnten wir denn ja eigentlich nochmal hier drin lagern? Bis wir gar keinen Bock hier aufzuräumen, ne? Ich würde auch einfach sagen, das machen wir nicht. Was da jetzt ein bisschen? Was sind da jetzt die beiden Bücher rein? Mal gucken. Da unter? Oh ja, das ist doch gut aus so. Da haben wir ein richtig schön sauberes Inventar wieder. Mir gefällt das jetzt auch, dass das jetzt bläulich ist im Hintergrund. Sieht ein bisschen schöner aus, finde ich. Das kann auch alles weg jetzt. So. Das ist jetzt fertig. Das verkaufen wir noch alles bis auf die Lampen natürlich, die müssen wir nochmal verbraten. Wofür, weshalb auch immer, das weiß ich noch nicht. Wofür wir das nutzen. Briefe müssen wir auch gleich mal durchschauen. Kann man nämlich vorstellen, dass wir die auch nicht mehr so unbedingt brauchen. Wir haben den Hügelland erreicht, aber alles ist anders. Geister und Gox haben die Gegend übernommen. Bruder Peter wurde in der Nacht von irgendwas geholt. Die Hügelgräber haben ihren bösen Umgebung. Bruder Christian und ich werden versuchen, es bis in eine andere große Haus. Das haben wir schon mal gelesen. Das ist aber eigentlich gar nicht so interessant. Das schmeißen wir einfach mal weg. Teil des Soldatentagebuchs. Okay. Lang schaffen wir es nicht mehr. Die Goblins haben von irgendeinem riesigen fliegenden Kreatur Verstärkung bekommen und fing an, vom Himmel zu fallen, nachdem wir das Fort eingenommen hatten. Ich glaube nicht, dass wir hier noch lange aushalten. Ich werde meine Frau und meine Familie vermissen. Da müssen wir noch irgendwie mal herausfinden, aber die müssen wir auch noch mit in der Truhe haben, können wir also auch wegschmeißen. Warum ist hier ein Segen drin? Und da müsste irgendwo... Da haben wir den nämlich schon. Was ist hier der Tagebuch? Den müssen wir auch nochmal lesen. Den Brief einfach nur. Unsere Überfälle waren äußerst erfolgreich. Unsere Stellung ermöglicht es uns, zwei Routen zu übernehmen. Von Erisa nach Deja und von Erisa nach Harmondale. Wir haben deinen Rat befolgt und unsere Aktivitäten so unregelmäßig gestaltet, dass ein direktes Eingreifen der eritreanischen Truppen umgangen wird. Außerdem sind unsere Höhen jetzt gut verstärkt, sodass ein beiläufiger Blick nicht ausreicht, um sie zu entdecken. Die Bezahlung wird gerade vorbereitet und dir bald überbracht. Larrett. Okay. Auch alles hier erstmal rein. Vielleicht muss ich mich da nochmal irgendwann in Ruhe komplett durchlesen, was wir davon noch brauchen, was wir schon abgehakt haben. Ich glaube, wie vieles haben wir davon schon einfach abgehakt.
müssen wir nicht behalten. Sonst wollten wir hier die Tränke weghauen. Vielleicht, dass wir von jedem hier noch einen haben oder was weiß ich. So, noch einen gelben, grün haben wir, zack. Da weiß ich nicht genau. So sieht das doch alles schon mal besser aus, denke ich mal. Warum ist hier denn so eine Art Schnellsortier-Ding drin, ne? Dass man das einfach nur einmal hochheben muss und dann direkt wieder hinlegen kann? Ist das im Inventar auch? Nö. Mich jetzt auch gewundert, muss ich ehrlich sagen. Sind hier neue Dudes drin? Keiner will hier bei uns wohnen, hab ich das Gefühl. Auch nicht. Auch nicht. Jetzt wollten wir verkaufen. Labo Speed anmachen. Kann ich euch helfen? Auf jeden Fall kannst du uns helfen. Einfach nur alles verkaufen und gibst uns dafür einfach einen super Preis. Weil wir ja mittlerweile Handeln richtig schön hoch haben. Guck mal, das ist fast der Originalwert, den wir da für jetzt bekommen. Eine Stufe noch, dann müsste Originalwert sein, meine ich. Ja, sind wir jetzt beim Meister, bei Großmeister kaufen. Verkauf von Gegenständen tatsächlich wert. War gut. Wir haben hier einen Feinschmied. Den müssen wir bald ändern, sobald wir hier noch einmal hochkommen als Erdmagie. Das möchte ich eigentlich auch relativ baldig angehen, dass wir da in die nächste Stufe kommen. Jetzt müssen wir mal schauen, was wir als nächstes machen wollen. Löst das Geheimnis, wie man den Feenhügel in Evelyn treten kann und sprechen mit dem Feenkönig. Wird man angehen? Besucht die drei Steinmonolithen in Tartaria auf Evanmorn-Inseln und in Evelyn. Kehrt dann zu... Okay, sollen wir nur... den nur besuchen? Oder was sollen wir da genau machen? Schafft euch die Pläne vor Riverswald. Wollen wir das einfach machen? Ich denke mal, das ist ein recht einfacher Auftrag, den wir schnell machen können. Da bei dem Auftrag hier geht über den großen Teleporter in der Bacada-Wüste nach Celeste und sprecht dann dort mit dem Gavin Magnus auf Schloss Lamband. Sehe ich uns auch erst ein bisschen später noch. Da sehe ich uns noch nicht. Bringt den versiegelten Brief zum Feenkönig in der Halle. Unter den Bergen in Evli. Okay. Der haben wir ja eh schon einen Auftrag. Könnte man zusammen machen. Findet die drei Statuen und stellt sie auf den Schrein. Oh, ich hab keinen Bock, komische Statuen zu suchen, ne? Vor allem haben wir da irgendwie einen Hinweis, wo sie sein können. Ich würde sagen, wir machen hier die Pläne für Fort Riverside. Holen wir uns. Können wir uns die einfach direkt. Hallo, ihr wollt reisen? Oh, natürlich jetzt nur im Forest. Oder wir machen dann doch erst den Feenhügel. Aber ich bin ehrlich, ich habe nicht so den Plan, wie man da hinkommt, ne? Löst das Geheimnis, wie man den Feenhügel in. Ah, Evely ist das ja auch. Schaut euch die Pläne, dann macht wir warten den Tag. Ich glaube, nächsten Tag müsste das doch eigentlich wieder. Ach, mal Hufeisen, sehr wichtig. Drei Stück immer, wissen wir. Dann machen wir. Haben wir alles gespeichert? Inventar ist leer. Sehr schön. Speichern eine Runde. Und pennen mal bis morgen. Und schauen, ob es jetzt soweit Hallo, ist. Ihr wollt reisen? Jetzt kommt die Arena natürlich, ne? Also noch ein Tag.
Hallo, ihr wollt reisen? Yes, Sir, bitte. Es geht so. Kostet auch nur noch 28 Gold, ey, ist gut. Ja, dann, die Burg müsste ja da vorne sein. Ich mich noch recht erinnere. Aber, ja, doch, genau. Die ist da. Die ist da auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, jetzt meckern die uns jetzt wieder an, dass wir hier nicht rein sollen. Wollen wir das wirklich? Ja, wollen wir. Dann sind die auch schon direkt getriggert. Oder noch nicht? Nein, noch nicht. Brauchen wir hier Fackellicht? Nö, eigentlich nicht. Dann hätte ich gerne das mal ein bisschen und sehen. Der nächste soll mich das jetzt beeindrucken. So schnell. Katze. So schnell. Au! Ist zwar nur ein Kratzer, da aber kümmere dich drum. Dafür, dass die so viel Leben haben, bin ich denen ganz gut weg. Die Figur ist auch. Das ist zwar nur ein Kratzer, gar nichts. Aber kümmere dich drum. Wir haben jetzt auch die Waffe so drin, aber. Ich hab gedacht, ein bisschen mehr können die. Hätte ich echt jetzt nicht von ausgegangen. Da können wir längs. Gibt es hier noch irgendwo eine geheime Tür? Irgendwie hatte ich da was. Habe ich da wieder was in Erinnerung, aber. Meistens, wenn ich irgendwas in Erinnerung hatte. Stimmt das ja nicht. Aber jetzt sieht das auch viel besser aus mit dem, dass wir hier noch so einen Bach haben, finde ich. Erkennst du das zumindest mit dem blauen Hintergrund so? Irgendwie nicht ganz so viel los hier, ne? Verdächte ich schon ein bisschen, ne? Vor allem, was ist das hier? Das ist nur so eine Art Fenster, sag ich mal. Ah, da haben wir doch was Verstecktes. Was ist hier so drin? Hier ist nichts, nichts, nichts. Was ist diese? Fehler auch. Ah, okay. Captain Harrod. Harrod. Obwohl wir aus Richtung Deja oder den Elfen keine direkten Schwierigkeiten erwarten, würde ich euch bitten, ein Auge auf die Aktivitäten von Banditen zu haben. Ich habe den Verdacht, dass die Banditen weit besser organisiert sind, als sie uns glauben machen wollen. Zögert nicht, sie zu vernichten. Verschwächt Fort Riverstride damit nicht zu sehr, General. Daggerson. Dagger. Ja. Alter, was ist hier unten los? Richtig viele. Treff von hier nicht. Warum nicht? Treff ich? Au! Warum halten die so viel aus? Da gibt es Sinn. Au! Sieht irgendwie gar nichts, okay. Au! Dau! Lass uns nochmal ein schönes Schild hinmachen. Eine Treppe eigentlich? Ja, ach so, eine Treppe. Hätte ich auch einfach runtergehen können. Gar nichts drin, ne? Was ist das hier für eine Lounge? Sieht nicht gerade chillig aus. Ah, warum fällt er so schnell um? Da sind Betten drin, mit Fallen. Man hab's schon. Herzrivale, ich hab wieder aus Versehen drauf geklickt. Ich kann auch nicht ganz alles. Ganz nett, aber unnütz. Wem soll das denn nützen? Hab's schon. Ganz nett. Wem soll das denn nützen? Ich denke mal, das ist ganz gut.
Gut, dann... Mal reinkicken. Oh, hier sind welche. Ah, das ist er. Unerträglicher Schmerz. Abenteurer. Dafür kannst du aber wirklich gar nichts ab. Lol, das ist doch die aus dem Video am Anfang, oder nicht? Mal schauen, was dahinter ist. Die Pläne. Ehre. Ich würde aber sagen, wir hauen die trotzdem noch alle weg. Einfach, weil die ja wirklich gar nichts können. Gut, die haben jetzt unseren Zauberer umgehauen. Der mittlerweile auch ein Magier ist, kann man schon sagen. Aber das macht auch nichts aus. Ist zwar nur ein Kratzer. Was ich jetzt da direkt aufmachen wollte, sag ich mal nichts. Wir können hier nicht bleiben. Nein, nein, hier ist auch nichts. Das war nur ein Kratzer. Ah, da haben wir doch den falschen genommen. Wem soll das denn nützen? Also, gibt ganz viel kleinen Loot so, das ist, der ist okay. Ist nicht schwer. Wir können hier nicht bleiben. Schnell einen Auftrag abgeschlossen. Ob den jetzt abschließen sollte oder nicht, ist eine ganz andere Frage, aber da haben wir das ja schon vorher verkackt, hab ich eher gesagt. Doch, er jetzt erstmal ganz schnieke aus. Aha, hier sind wieder Truhen. Und da sind wieder gleich Viecher. Aber irgendwo lungert hier hinten noch einer einzeln rum. Warum, weshalb auch immer. Jo. Jetzt ist es doch schon mal besser so. Aha, da waren wir, da waren wir, da waren wir. Jetzt müssen wir hier in den Raum immer alles plündern. Hab's schon. Ich glaube, ganz kann mir nicht nett, aber unnütz. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier irgendwas kein Platz mehr Gutes drin ist. Kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Ich denke, ich hätte halt gerne jetzt langsam auch mal gute Rüstung mit guten Verzauberungen. Oder einfach nur mal mit Verzauberung. Hab's schon. Ganz nett, aber unnütz. Ganz nett, aber unnütz. Hab's schon. Ganz nett, aber unnütz. Hab schon gar keinen Bock mehr, die Düten hier mitzunehmen, ne? Zauberbrach kann auch weg. Ist einfach zu wenig Rüstung. Keinen Platz mehr. Alles voll. Alles voll. Geil, ja, das sagt so langsam. Feier ich irgendwie. Hab's schon. Wem soll das denn nützen? Wem soll das denn nützen? Handschuhe hat eigentlich jeder schon. Gute. Kein Platz mehr. Alles voll. Auch noch einen Edelstein zu verkaufen, auch noch zu verkaufen. Dann haben wir eigentlich alle Dinge jetzt durch. Mal auf sicher gehen. Speichern. Und hier werden wieder welche drin sein. Sollten recht schnell umfallen, denke ich mal. Yes. Auf der anderen Seite gar nichts. Hätte ich jetzt auch gedacht. Und ist hier irgendjemand gefangen oder so? Nein. Natürlich jetzt die Frage, wie kriegen wir die andere Seite da? Auch gar nichts. Kann ich mir ja schon fast gar nicht vorstellen, dann so einen großen Aufwand mit Schalter und so, dann ist hier gar nichts drin. Naja, gut. Vor allem, was blubbert hier so? Rot ist fast Stärke. Bap, bap. Bringt Stärke halt so mit am meisten, ne?
ist halt einfach so. Ich denke auch, dass die schnell fallen werden. Albern. Albern würde ich aber auch sagen. War hier nicht noch eine? Ja. Komisch, dass sie so schnell draufgehen, obwohl wir so viel Leben haben. Violett. So, jetzt kommen die Farben wieder. Ich glaube, Violett war Reaktion. Oder Intelligenz. Reaktion. Geht aber trotzdem eher den und restlich ziehen. Speichern. Gehen wir frische Luft schnappen. Hier ist ein Ausgang? Wir haben doch noch... War doch vorhin noch oben. Komplett anderer Weg, oder? Wo führt der denn hin? Mal schnell nachkicken. Und hier haben wir ja auch noch nicht geöffnet. Das wäre was gewesen. Schön die Fässer hier stehen gelassen. Hab's schon. So, jetzt kommen hier die scheiß Fässer und komische Farben, die ich mir merken muss. Die man nie merken kann. Grünes Fass, Glück. Glaube ich. Ausdauer. Können sie gebrauchen. Noch ein grünes Fass. Gehen wir jetzt einfach mal danach, wer am wenigsten Trefferpunkte hat. Die hat 140 Trefferpunkte. Finde ich für einen Zauberer. Für einen Kampfmagier. Jetzt nicht wenig. Dann kriegst du die. Sehr schön. Gelbes Fass. Das weiß ich tatsächlich nicht mehr. Gelb. Ne, aus dem Kopf weiß ich es nicht. Und schauen wir uns unseren schönen Notizen nach. Da, Notizen. Da, ne, ist das der? Verschiedene Notizen, da ist das. Und jetzt hatten wir ein gelbes Fass, ne? Gelbe Flüssigkeit erhöht Geschick. Das ist auch unsere Bogenschützen. Blaues Fass. Meine ich bei Charisma? Yes. Und nochmal grün für Ausdauer. Auch nochmal. Und jetzt hast du nämlich schon mal 92. Und ich denke mal, das ist schon ganz vernünftig. Ich muss mir mal kurz einen Überblick verschaffen, wo wir jetzt hier sind. Von da kommen wir, ne? Aber jetzt haben wir doch unten alles entdeckt. Das haben wir. Und hier waren wir ja schon. Da muss man da auch noch irgendwie hinkommen, oder ist das... Das ist einfach nur die andere Seite, ne? Alla. Ich bin aber ein bisschen... Bisschen habe ich mich erschrocken. Jetzt irgendwas Cooles gemacht damit? Ne, nur die Zündung hochgejagt, ne? So, und was ist hier unten? Irgendwas leuchtet auf jeden Fall rot. Hier ist nichts. Soll mich das jetzt beeindrucken? Eine Falle. Aber die kann ich jetzt nicht entschärfen? Na ja, gut. Okay. So hat's nicht geklappt. So hat das Ganze nicht geklappt. Ja, aber man musste doch jetzt durchkommen können. Da drin, Katze! Nee, geht ja nicht. Schafft man ja gar nicht. Man muss... Sie hier unten, also sie, hat aus dem sechsten Sinn das jetzt nicht entschärfen können? Oder irgendwas damit machen? Nö. Das ist natürlich jetzt nicht so schön. Wie kann ich das jetzt entschärfen? Kann ich das überhaupt entschärfen? Warum ist die Fackel da so in der Wand? Ja, hier nochmal. Das war jetzt schon mal recht knapp. Ich weiß auch nicht genau, warum wir das überlebt haben, nämlich. Und was ist das hier?
Oh, das ist ja auch rot. Das ist ja alles voller Fallen hier. Erstmal uns ein bisschen hochheilen. Das war echt bremslich. Und Spielspeichern machen wir diesmal nicht schnell speichern, sondern machen erstmal einen kleinen Zwischenspeichern. Sicher ist sicher. Aber dieses Regenerieren, also zumindest auf, ich bin ja immer noch auf doppelter Geschwindigkeit, ist das echt viel wert, ne? So. Hab's schon. Ganz nett. Aber auch jetzt echt blöd gewesen, hätte ich die Falle nicht geschafft. Und dann hätte ich wieder alle hochheilen müssen. Kann sie noch viel tragen? Wahrscheinlich die Waffe auch noch. Oha, okay. Keinen Platz mehr. Jetzt hat sie aber gar keinen Platz mehr, glaube ich. Hab's schon. Aber auch echt dafür, dass der Dungeon jetzt ja nicht groß ist oder so. Muss ich sagen, ich auch nicht alles. Wem echt soll das viel denn bekommen nützen? Hier drinnen, ne? Keinen Platz mehr. Oh ja, Aura. Kein Platz mehr. Gar kein Platz, aber ist aber auch gut voll, ne? Hier können wir noch ein bisschen was reinschmeißen. Da ist nichts mehr, da ist nichts mehr. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Aber ich frage mich jetzt halt, warum kann ich jetzt hier nicht irgendwie raufdrücken und das wird entschärft da vorne? Mahlzeit, ist hier jemand? Nein. Hab's schon. Wem soll das denn nützen? Ich glaube, das verkaufen wir auch alles nur, ne? Das ist halt. Auch von den Verzauberungen ist es manchmal okay, aber. Der Grundwert ist dann ganz manchmal nett, nicht so richtig aber da. Aber unnütz. Keinen Platz mehr. Hat sie wirklich gar keinen Platz mehr. Müssen wir erstmal alles in die 1 packen. Okay, auch alles voll. Auch voll. Kein Platz mehr. Da passt nichts mehr rein. Oh, jetzt dürfen wir auch nicht mehr finden. So. Hab's schon. Ach, wem soll das denn nützen? Aber plus 5 Glück. Wem soll das denn nützen? Keinen Platz mehr. Ah, weiß nicht. Setze den auf. Anstatt Reaktion. Auch der Reaktionsfeld mit plus 3, ne? Bin ich auch nicht so hundertprozentig zufrieden mit. Mal gucken, ob wir da noch einen besseren finden. Beziehungsweise wir hatten hier ja ein paar Zauberpunkte nur so drauf und. Nee, das ist es nicht so. Hab's schon. Ja, Schuhe sind okay, die passen noch irgendwie rein, keinen aber. Keinen Platz mehr. Sobald es jetzt an Schilde geht. Keinen Platz da passt mehr. Nichts mehr rein! Wäre jetzt zu langsam eng. Alle meckern sich schon. Kein Platz mehr. Hab's schon. Oh. Das könnte es jetzt. Ganz nett. Können jetzt gerade noch so lang. Gerade noch so lang. Trinkflasche weg. Da passt nichts mehr rein. Ja, kriegen wir aber noch unter. Und dann müssen wir danach echt mal wieder verkaufen. Wenn wir jetzt da vernünftig rüberkommen. Versuchen es jetzt mit ganz viel Anlauf und Schwung und springen da einfach mal so rüber. Da geht's. Easy going. Das glaube ich nützt uns nichts, weil wir jetzt nicht alles plündern können. Soll mich das jetzt beeindrucken? Natürlich die War falsche ich das etwa? War ich das etwa? Keine Ahnung. Wem soll das denn nützen? Keinen Platz mehr. Das wird jetzt. Oh, er kann das, konnte das noch tragen. Ja, hier. Gut. Hab's schon. Nur noch das müsste plündern. Nice, wir kriegen alles mit. Aber manchmal so nur für Loot und ein paar Helme so nochmal zurückzugehen, finde ich manchmal echt Verschwendung. Yes. Wir gehen mal in den Hinterausgang, mal gucken, wo wir da hinten landen. Könnte mir vorstellen, sogar in der Burg. In der Burg. Bin ich mir aber auch nicht so 100%. Jetzt darf ich mich natürlich nicht verlaufen. Und ich habe mich halt komplett verlaufen jetzt. Ich weiß gerade gar nicht, wo wir sind. So, hier waren wir. Dann müssten wir hier rein.
hier. Da geht das hier so runter. Ganz entspannt. Ja. Yeah. Ja. Dann sind wir da. Dann sind wir hier längs. Da waren wir. Da waren wir. Hier runter. Da ist der Ausgang. Sehr schön. Wo sind wir jetzt hier? Aha. Okay. Ah, sind unter der. Ja, unter der einen Brücke da, wo das ganze Ding da drauf steht. Auch nicht schlecht. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, jetzt müssen wir erstmal verkaufen. Das bringt nichts. Wir haben zu viel drin im Inventar. Ah, was hat denn hier jetzt gerade gebrüllt? Irgendwas im Hintergrund gerade gebrüllt. Wahrscheinlich nichts, womit wir nicht fertig werden. Guten Tag. Okay, der hat nur Rüstung. Bam, 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 bam. Alles weg, alles weg. Danke, bis dann. Er ärgert sich locker auch, dass er nicht mal. Da passt nichts mehr rein! Bisschen bessere Sachen bekommt. Ganz nett, aber unnütz. Kein Platz mehr. Das kriegst du doch da noch rein. Wenn wir das dahin machen, kriegst du das da easy noch das hier rein. Und das auch noch. Das auch noch, das auch noch, das auch noch, das auch noch. Was war das? Das sind die Pläne. Oh, müssen wir auch wieder nach Forest jetzt, ne? Keinen Platz. Gut. Guten Tag. Verkaufen. Danke, bis dann. Guten Tag. Schwerter jetzt mal und so verkaufen. So, ich hoffe jetzt mit der nächsten Ladung. Ne, das ist noch zu viel. Kriegen noch nicht alles jetzt im Einrutsch verkauft. Kein Platz mehr. Das ist auch scheiße angeordnet jetzt gerade alles, aber ich habe auch keinen Bock, Sachen jetzt zu sortieren, die wir ja eh gleich verkaufen. So, da kriegen wir noch ein bisschen was rein. Kein Platz mehr. Keinen Platz mehr. Ja, ist okay. Kauf das hier noch zumindest. Was ist das? Feueraura kann weg. Befehle. Blauer Quarz. So, die kleinen Sachen. Vielleicht noch den Dolch. Jo, jo, jo. So ist es doch schön. Guten Tag. Darf ich helfen? Ja, so sieht das gut aus. Danke. Dann hier. Guten Tag. Das hier verkaufen. Sehr gut. Ah. Danke. Bis dann. Das zieht noch recht viel, ne? Ist noch grün. Keine Ahnung. Ist auch noch grün. Ich dachte, ich hatte immer alles verkauft, tatsächlich. Ganz nett, aber unnütz. Ist da alles rein, ist auch da rein. Dann kann das jetzt alles verkauft werden. Guten Tag. Und dann müssen wir geldtechnisch echt gut dastehen wieder. Danke, bis dann. Guten Tag, darf ich helfen? Danke. Bis dann, Ski. Aber man konnte doch noch seine eigene Rüstung später verzaubern, oder nicht? Aber ich weiß auch nicht, womit kann mehr. Ich euch helfen? So. Da sind auch nochmal Waffen, ey. So viel bekommen. Haben gute 10... 10.000 haben wir gemacht. Nur in der Instanz, denke ich mal. Die haben sie zu aus. Jetzt haben die zu. Wollt ihr mich komplett verarschen? Kann doch gar nicht sein jetzt. Will doch nur noch kurz Sachen loswerden. Na egal, machen wir in der nächsten Stadt. Muss noch eh noch nach Forest ein paar Waffen schmieden.
Einfach mal eine Waffenrunde muss auch mal sein. Oh, der Morgenstern, darauf habe ich Bock. Ach, ich kann auch nicht alles. Geile Ex, die würden auch geil aussehen. Ich kann auch nicht alles. Wenn man die so ins, jeweils in einer Hand tragen könnte. Wem soll das denn nützen? Finde ich. Das ist jetzt eine Minotauren-Axt mit plus 11 und 4d2. Ah, das ist die halt einfach schlechter, ne? Kannst du nichts machen. Aber die, das Schwert ist halt, das ist wirklich gut. Und den müsste sie doch können. Plus 5, plus 8. Sehr geil. Sieht jetzt auch richtig gut aus. Sieht gar nicht mehr aus wie, finde ich, eine Klerikerin. Das hier so alles kann auch alles verkauft werden. Das ist aber kein. Doch, kann sie sogar tragen. Plus 9, plus 4. Ist die aber einfach besser. So. Haben wir doch auch wieder was zum Verkaufen. Machen wir aber erst in der nächsten Stadt. Müssten jetzt nach Forest. Nach Evely. Ja. Ja, da müssten wir bald hin. Kaderwüste machen wir später. Also bevor wir in den Teleporter gehen von Bakara, möchte ich gerne vor eigentlich so gut wie alle anderen abgeschlossen haben, alle anderen Quests, dass wir nur noch die über haben, und ich finde, das ist machbar, bis auf das mit dem Spielen in den Tavernen. Dazu habe ich keinen Bock, das Kartenspiel in den Tavernen zu machen. Den versiegelten Brief zum Feenkönig in der Halle unter dem Berg in Evely. Ah ja. Findet die drei Statuen und stellt sie auf den Schrein in Bakada-Wüste und in Tatalia und in. Ah, da möchte ich gerne mal kurz schauen, wo die Statuen sind. Lass uns da mal schauen. Ach, wir müssen bei Aufgaben gucken, ne? Aufgabe, nicht Artefakte. Artefakte. Artefakte müssen wir auch noch finden, ne? Elfenkettenpanzer und so. Da machen wir uns auch irgendwann nochmal Tag Zeit. Versuchen alles zu finden. Hab auch echt Lust zu, ne? Aber erstmal Aufgabe wollten wir gucken. Kurz mal schauen. Harmondale ist es nicht. Es ist bei Forest. Wo ist denn der Forest? Der ist der Forest. Ja, Geheimnis der Firmen. Förderungsmission. Die drei Statuen. Findet die drei gestohlenen Statuen. Die Ritterstatue findet sich im Tempel der Sonne auf Evanmorn Island. Oder Island. Im Tempel des Mondes auf Evanmorn Island. Und hört auf den Altar des. Aha. Okay. Okay.
Nach Nighthorn müssen wir ja eh nochmal hin. Wegen der Wassermagie, wenn ich mich da... Ja, ich glaube, das machen wir, weil dann haben wir nämlich die Stadtportale. Und müssen nicht mehr ewig hin und her reisen. Habe ich da Bock zu, auf jeden Fall. Okay, wie kommen wir denn da am besten hin? Kommen wir da überhaupt jetzt so einfach mal hin? Nämlich von hier jetzt zum Beispiel nicht. Hä? Wo ist denn der? Da ist der. Aha. Wo kommen wir da hin? Steht nirgends, wo wir wieder hinkommen. Guck mal da vielleicht nur mit dem Portal hin. Da bin ich mir jetzt echt nicht so sicher. Kommen wir denn jetzt dahin? Zu dem Mount. Keine Ahnung. Also weiß ich wirklich jetzt gerade nicht. Wie kommen wir da jetzt hin? Guck mal. Aber auch mal eine Übersichtskarte. Ah ja, okay. Müsste man denn nicht von Harmondela hinkommen oder so? Rein theoretisch doch schon. Rein theoretisch müssten wir da doch hinkommen, oder nicht? Aber ist nichts. Dann könnten wir noch Forest, nee. Vielleicht kommen wir da auch in dem Zeitpunkt des Spiels noch gar nicht hin. Oder ist damit dieser Teleporter gemeint hier? Das weiß ich halt auch nicht, ne? Halle unter den Bergen in Everly. Dann machen wir. Machen jetzt das, wo wir jetzt hinkommen. Wenn wir jetzt nach Everly kommen, dann machen wir das. Und nach Tartaria müssen wir auch noch, dann müssen wir irgendwie den Steinmonolithen noch finden. Naja. Schauen wir uns an. Können wir uns noch ein bisschen ausbilden lassen, das ist doch auch... Die haben zu! Alles klar, die haben zu. Wo bringst du uns denn jetzt hin? Mal wieder geschlossen. Alles hat jetzt zu, auch die Schiffe haben zu, ne? Na komm. Warten wir bis morgen. Und gucken jetzt noch mal rein. Hallo, ihr wollt reisen? Amundel und Deja, da müssen wir halt wirklich gar nicht hin. Deja vielleicht noch für ihn hier und seine Meditation hochzustufen. Das wäre vielleicht noch was, ja. Aber sonst müssen wir halt echt nicht hin. Ahoi!